kommen alle dahin, um Spaß zu haben, nach dem Feierabend, haben Bock auf Fußball, treffen sich da, trinken wahrscheinlich vorher noch ein Bier und in der Halbzeitpause ein Bier und rauchen noch eine Zigarette und dann geben sie Gas. So würde ich mir das jetzt mal so vorstellen. Nein, 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 das habe ich nicht so zelebriert. Ich habe Kreisklasse D noch nicht gespielt, aber wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr reichen, selbst für Kreisklasse D nicht mehr. Also von daher gibt es ja schon viele Parallelen. Also es gibt auch richtig gute Fußballer, die auch vielleicht in der Kreisliga D spielen. Warum nicht? Die spielen halt nur just for fun. Und am Ende bleibt es ja gleich. Du gehst auf den Platz, du willst gewinnen und jeder mit den Mitteln, die er hat. Hi. Alles gut? Alles gut. Ja. Die müssen mich jetzt inspirieren, dass ich morgen was mit ins Training nehme, was den Jungs mitgeben kann. Mit dem Coach hast du dich ja sogar mal unterhalten, ne? Ja, ja, ja. Das ist super, super, super. Wir haben Spaß gehabt. So, guck mal, der spielt das ja auch ähnlich. Na, nicht ganz. Der Zehner müsste ein bisschen höher stehen, dann wäre es ähnlich. Der hat ein Spiel 8-0 gewonnen. Dann hat er sich das nicht von mir abgeguckt, weil wir haben noch kein Spiel 8-0 gewonnen. Dann müssten wir uns das jetzt abgucken von ihm. So. Torwart aus rechts in den Winkel. Das heißt über die Mauer. Eigentlich müsste der dann über die Mauer ins Tormann-Eck oben rein. Links oben rein. Ich würde jetzt um die Mauer rum. Ja, aber. Nee, um die Mauer kommst du nicht rum. Wo der Torwart steht. Oh, der ist drin. Oh, super gehalten. Der ist gut, oder? Der ist echt gut. Das ist unser Hausmeister. Ehrlich? Ja. Ja, guck mal, unser Hausmeister. Ja. Es ist auf jeden Fall was Besonderes, wenn Markus Anfang vorbeikommt, generell wenn irgendwer aus dem Präsidium, sportliche Leitung vorbeikommt. Wir freuen uns über jeden und das zeigt auch den Jungs auf dem Platz, dass sie wahrgenommen werden, dass es ein ernstes Projekt ist und das macht einfach Spaß. Das Ergebnis zählt in erster Linie. Wir sind sehr froh über den Sieg. Auf jeden Fall war das ein sehr hart umkämpftes Spiel. Das haben wir auch schon beim letzten Spiel gemerkt. Es ist sehr körperbetont und oft wird mehr der Körper reingestellt als der Ball getroffen. Und ja, darauf stellen wir uns immer besser ein und kommen damit immer besser zurecht. Wir haben die Mannschaft im Sommer zusammengestellt. Wir müssen uns immer noch finden. Also, wir spielen jetzt 2 Monate alle zusammen. Das dauert schon noch ein paar Wochen, bis man da sagen kann, wo die Reise eventuell hingehen könnte. Deswegen wollen wir da auch überhaupt keinen Druck aufbauen und freuen uns auf die nächsten Spiele und gucken dann, wo wir landen könnten am Saisonende.